Die Nickel-NTA-Affinitätschromatographie ist ein Verfahren, das dazu dient, Proteine aus einer Lösung zu isolieren. Angewendet wird sie meistens im Anschluss an eine bakterielle Proteinüberexpression. Wie diese Expression genau abläuft, erklären wir in den hier verlinkten Videos. Wurde also in den Bakterien das Protein hergestellt, kann es durch eine anschließende Lyse aus den Bakterien heraustreten. In der Lösung liegen dann allerdings nicht nur das exprimierte Protein, sondern auch weitere Bestandteile der Bakterien vor. Zur Isolierung des gewünschten Proteins kann dann die Nickel-NTA-Affinitätschromatographie zum Einsatz kommen. Das Prinzip dieser Methode ist eine Säulenchromatographie, bei welcher die Proteine in der Säule an einen Liganden binden und so aus der Lösung entfernt werden. Bei diesem Verfahren kann aber nicht das Protein direkt an den Liganden binden, sondern es muss dafür getaggt werden. Das bedeutet, an die Proteine werden noch Tags, auch Affinitätsmarker genannt, gehängt. Ein Beispiel dafür ist ein His-Tag, welcher aus 6 bis 10 Histidinresten besteht. Dieser Tag kann an immobilisierte Metallionen binden, wie Nickel-, Kupfer- oder Kobaltionen. Diese Metallionen liegen nicht frei vor, sondern in einem Komplex. Daher wird von immobilisierten Kationen gesprochen und das Prinzip dieser Trennung auch Immobilized Metal Ion Affinity Chromatography, kurz IMAC, genannt. Bei der Nickel-NTA-Affinitätschromatographie werden, wie der Name schon sagt, Nickelionen verwendet. Diese Nickelionen liegen in einem Komplex mit NTA, also Nitriol-Triessigsäure, vor. Wichtig ist hierbei, dass die Bindung reversibel ist, sich das Protein also wieder von dem Liganden lösen kann. Hier ist einmal die Aminosäure Histidin zu sehen, aus welcher der His-Tag besteht. Wie zu erkennen ist, enthält sie einen Imidazolring. Dieser kann an die immobilisierten Ionen reversibel binden. Die Expression dieser Tags erfolgt zusammen mit dem Protein. Bei der Herstellung des Vektors muss also nicht nur das Proteingen in das Plasmid eingefügt werden, sondern auch das Gen für den Affinitätsmarker. Diese Tags können sowohl am C- als auch am N-terminalen Ende des Proteins sitzen. Wichtig ist allerdings, dass das Leseraster beachtet wird und keine Start-Stop-Codons betroffen sind, sodass das Protein normal exprimiert werden kann. Der Affinitätsmarker wird so also dann in den Bakterien zusammen mit dem Protein exprimiert. Bevor wir jetzt zur Durchführung kommen, ist hier einmal schematisch die Säule mit dem Nickelsäulenmaterial abgebildet. Die Säulenmatrix besteht hierbei aus Agarose, in welcher sich das Nickel-NTA hier in Orange befindet. Diese Säule muss dann im ersten Schritt äquilibriert werden. Dabei werden Verunreinigungen entfernt und die richtigen Trennbedingungen eingestellt. Anschließend wird die Probe aufgetragen und durch die Säule laufen gelassen. Wie schon bereits erwähnt, binden die His-Tags reversibel an die Nickelionen und werden so der Lösung entzogen. Es bleibt jedoch nicht nur das gewünschte Protein, sondern auch andere in der Säule hängen, wie beispielsweise histidinhaltige Proteine oder Metalloproteasen der Bakterien. Daher muss im Anschluss die Säule gewaschen werden, um diese unerwünschten Stoffe zu entfernen. Das erfolgt mit einem geeigneten Puffer. Im vierten Schritt wird dann die Probe, genauer gesagt die Proteine, die an der Säule hängen, eluiert. Wie bereits erwähnt, enthält Histidin einen Imidazolring. Daher wird zum Eluieren Imidazol verwendet. Dieses konkurriert dann mit dem Histidin der His-Tags um die Bindungsstellen, weil Imidazol eine höhere Affinität zum Liganden hat als die His-Tags. So kann es also die getaggten Proteine verdrängen. Im Eluat befinden sich dann die Proteine. Eluat ist die Lösung, die bei der Elution aufgefangen wird. Wie die Nickel-NTA-Affinitätschromatographie in der Praxis abläuft, ist im Folgenden zu sehen.